Willkommen zurück zu Darksiders 2. Wir sind immer noch in der Gießerei und wir haben keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen. Huh, Moment mal. Ach, hier drüben kommt man hoch. Jetzt ergibt das Sinn. Alles klar, machen wir. Dann müssen wir einmal hier lang. Beim Versuch den Hals sprechen. Ist ja gut, wir gehen ja schon. Also, wir gehen einmal hier runter und dann gehen wir hier oben hin. Schauen wir erstmal noch im Wasser unten. Nope, hier waren wir fertig, okay. Na, und ich gucke die ganze Zeit, wo man denn da entlang muss. Und jetzt muss man einfach hier oben den Weg entlang. Ja, die einfachen Dinge, die übersieht man immer. Na, einmal hier oben, dann hier um die Ecke rum. Und dann müssen wir weiter nach oben. Moment, hier gibt es irgendwo eine Truhe. Na, auf der Seite. Okay, gehen wir mal oben weiter. Einmal schwupps, hier wieder an den Ranken. Na, ich denke, die Truhe, die bekommen wir oben. Und komm, sehr schön. Na, endlich, wir kommen weiter. Da hinten hätten wir die Truhe, die nehmen wir uns natürlich. Okay, Truhe Nummer 1. Neue Treter. Dann hätten wir hier auf der Seite Truhe Nummer 2. Hier drüben kommen wir hoch. Schauen wir erstmal noch hier unten, ob wir hier unten irgendwo etwas finden können. Also hier kommen wir zurück. Dann gehen wir mal in das Wasser rein und tauchen hier mal ein wenig. Denn man weiß ja nie, hier unten könnte ja noch die letzte Seite sein. Oh. Ah, verdammt, nur eine Münze. Naja, lieber eine Münze als gar nichts. Also gib her das Teil, 20 Stück. Dann müssen wir hier nach oben. Na, da hinten noch irgendetwas, eine Seite vielleicht. Das Ganze sieht mir so nach Seite aus. Anscheinend nicht, okay. Dann müssen wir hier lang. Wups. Na, Moment. Wir müssen erstmal hier rüber. Na, so ein Sprung nach hinten. Perfekt. Was höre ich da? Gegner, die es wissen wollen? Na gut. Dreimal daneben gehauen, aber der hat gesessen. 1400, gar nicht mal so übel. Wo ist der andere? Hier, zack. Nix damit angreifen. Batz! Bam! Und weggesäbelt. Aha, sieh mal einer an. Jede Menge neue Sachen. Hier unten hätten wir noch eine Truhe. Na, Moment. Wir müssen hier rüberspringen. Und dann einmal hier hoch. Na, sag bloß, da kommen wir jetzt nicht dran. Doch, geht's. Ich dachte schon. Na, 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 na. Nix da. Also die Gegner greifen macht richtig Laune. So eine geile Fähigkeit. Okay, die beiden hätten wir. Dann zerhacken wir hier noch die Vasen. Und krallen uns da drüben die Truhe. Hm, sogar noch eine weitere Truhe. Oh, sogar eine besondere. Was finden wir hier?
Spannung pur. Jede Menge Kohle und ich glaube ein Gegenstand. Müll. Müll. Oh. Wow. Endlich mal was Neues. Den legen wir an. Yes. Nett. Und hier hätten wir neue Schuhe. Die legen wir auch an. Mehr Crit. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir hier weiter. Na, so langsam wird das Ganze doch. Wir werden stärker, finden neue Sachen, kommen immer weiter. Bin mal gespannt, wie lange wir noch für die Gießerei brauchen. Bevor wir runterspringen, schauen wir erstmal noch hier drüben. Können wir hier irgendwo hin? Auf der Seite waren wir fertig. Ja gut, dann springen wir. Wow! Knapp daneben. Jetzt haben wir hier das Wasser, wo es sich bewegt. Und jetzt hätten wir diese Presse. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir damit machen können. Also, hier hätten wir die Bomben. Hm. Was können wir mit der machen? Also, der Hebel geht, der Stein ist weg. Damit machen wir einmal die Nummer. Also wir können irgendetwas zerstören. Nur was müssen wir zerstören? Was müssen wir zerstören? Da kommt so eine Bombe. Na komm, gib mal so eine her. Na, schon wieder weg. Jetzt. Ey, ich war doch eben dran. Gehen wir mal da drüben in die Kammer rein. Nach dir. Okay, wir sind jetzt hier in der Kammer. Was können wir hier in diesem Raum machen? Denken wir mal ganz genau nach. Was haben wir hier oben? Nee, also, wir haben eine Bombe. Damit können wir irgendetwas in die Luft jagen. Irgendetwas wegsprengen. Irgendwo muss eine Kugel sein. Aber wo könnte die Kugel sein? Vielleicht hier irgendwo in der Ecke? Schauen wir mal da oben hin. Na? Da drüben? Möglicherweise, keine Ahnung. Was hätten wir hier? Der Vogel sagt, wir müssen hier lang. Und hier fehlt eben die Kugel. Schauen wir nochmal draußen. Hm. Was können wir hier machen? Warum bekomme ich hier nie so eine Bombe? Noch ein Versuch. Jetzt aber, komm. Na, der ist leer. Na, aber der nächste. Na komm, endlich. So, was machen wir damit? Was machen wir damit? Ich habe sowas von keine Ahnung. Schauen wir uns mal um. Irgendetwas müssen wir sprengen. Irgendetwas müssen wir sprengen. Wir könnten eventuell den Hebel damit umlegen. Dann wären wir hier oben drauf, könnten dann auf die Kessel drauf. Moment. Lass dich nicht zerquetschen, Reiter. Hm. Da hätten wir unser Herz. Können wir das runtersprengen? Das wäre natürlich super, wenn sowas gehen würde. Aber ich denke nicht. Wir probieren es mal aus, aber ich denke nicht.
Sie klebt dran, bringt null, dachte ich mir. Wäre zu einfach. Schauen wir mal in die Karte rein. Also, die Karte. Schauen wir mal. Hier waren wir. Hier sind wir gerade. Hier hätten wir den Wasserfall. Hier oben waren wir auch. Also, wir müssen irgendwie hier weiter. Irgendwas müssen wir ja mit der Presse machen können. Moment, Moment. Wo ist mein Golem? Ich habe eine Idee. Ist zwar eine total blöde Idee, aber es könnte vielleicht funktionieren. Und zwar kann man ja die Presse irgendwie blockieren. Vielleicht können wir... Golem? Na komm, ich will doch nur auf dich drauf. Vielleicht können wir den Golem hier reinstellen. Der hält die Presse auf. Wir gehen auf den Golem drauf und laufen Lass dann da oben entlang. Nicht platt machen, ja? Wir stellen ihn mal hier hin, springen wieder runter. Aber sowas funktioniert niemals, also... Weil hier oben, die fahren ja da drüben rein. Irgendwo muss ja auch eine Kugel sein. Okay, ein Versuch ist es wert. Wir schauen mal, ob wir den Kran aufhalten. Jetzt ohne Scheiß, wie soll man darauf kommen? Da wäre ich nie drauf gekommen. Da wäre ich... Okay, ich bin drauf gekommen, aber ich hätte nie gedacht, dass wir aus dem Golem eine Kugel kriegen. Sag mal, Khan. Sachen gibt's. Na gut, wir hätten die Kugel. Jetzt müssen wir die Kugel hier reinrollen, dann gehen die Stacheln runter, dann können wir irgendwie da oben drauf. Was müssen wir mit den Bomben machen? Wahrscheinlich hätten wir mit den Bomben hier drüben einfach nur den Schlüssel bekommen. Oder wir brauchen sie auf der anderen Seite. Wir wissen ja gar nicht, wo diese Gefäße hinfahren. Aber darauf wäre ich nie gekommen. Also, dass man aus einem Golem eine Kugel gewinnen kann. Ich meine, klar, irgendwie ist es logisch. Aber dennoch... Wieder mal mehr Glück als Verstand. So, die Kugel hier rein. Der Weg ist frei, endlich. Nach 300 Stunden. Ach, dong. Einmal schwupps. Zack, nach oben. Noch ein Stück. Noch einmal hier hin. Und wir sind endlich hier oben. Ich kann mir denken, der eine oder andere wird jetzt wieder schreiben: Oh, das habe ich die ganze Zeit gewusst. Ich habe wieder schreiend vorm Bildschirm gehockt. Aber ganz ehrlich, als Blind Let's Play, finde ich, mache ich hier doch einen ganz guten Job. Ich meine, wir kommen sehr gut weiter. Klar, man muss immer mal wieder schauen und gucken, wie man jetzt eine Sache angeht. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Also, die Bomben hätten wir wirklich hier für diese Kristalle gebraucht. Dann wären wir mal wieder bei dem Herzen. Einmal ran und die Show geht los. Gut. Ich kümmere mich darum. Yo, let's go. RIP Golem. Mein armer Freund. Also, wieder zurück zu dem Riesen. Erstmal hier ein paar Gegner blätten. No problemo. Albtraumschreuner, was Neues. What? Oh, 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 was zum... Ihr könnt einfrieren. Aber da kommt mein Bubi und haut den zu Klump. Das war ein nettes Aufwärmtraining. Also, wenn wir hier fertig sind mit der Gießerei, dann unbedingt neue Kombos. Na komm, der ist platt. Der steht nicht mehr auf. Was will man hier... Moment, wir müssen hier rüber. Aber wir können doch hier entlang. Einen Augenblick, was haben wir hier? Hier waren wir schon. Ach ja, richtig, wir müssen ja hier die Tür öffnen. Du bleibst hier, wir gehen hier lang. Stimmt ja. Wir müssen ja hier drüben wieder hin. Jetzt wissen wir auch, wieso hier die Sachen sind.
dass wir eben die Tür wieder aufbekommen. Oh Mann, immer diese endlos weiten Wege. Hier muss man noch mehr laufen als wie in Darksiders 1, finde ich. Da ging's ja noch, aber hier nur am Laufen. Allein schon dieses riesige Rohr. Eine Woche später, ich bin endlich da. Zum Glück bin ich tot, sonst wäre ich verhungert. Ah ja, wir können ja hier drüben weiter. Wir müssen ja gar nicht hier lang. Von Herz zu Stein fließt das Lebensblut. Okay, jetzt fehlt nur noch einer in der Mitte und wir... Moment, wir rennen noch dem Bubi nach. Ich hab dich, Reiter. Spring an Bord. Erst in der nächsten Folge. Also, danke fürs Einschalten, haut rein und tschüss.